Urlaubsstimmung am Bodensee. Einheimische und Reisende genießen die warmen Tage am See, unternehmen Ausflüge, lassen es sich gut gehen. Dass die Menschen seit 1933 in einer totalitären Diktatur leben, merkt man ihnen nicht an. Die Mehrheit ist zufrieden, denn seit Reichskanzler Hitler mit harter Hand regiert, geht es wirtschaftlich aufwärts in Deutschland. Die meisten Menschen haben Arbeit, man engagiert sich im Fußballclub, in einem der Fasnachtsvereine oder genießt die Freizeit in einem der Bäder am Seeufer. Die Grenzstadt Konstanz zählte 1933 rund 33.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die anhaltende Wirtschaftskrise seit 1929 hatte auch das Leben in der Stadt geprägt. Die hier ansässigen Textil- und Metallbetriebe mussten Arbeiterinnen und Arbeiter entlassen, Löhne und Gehälter wurden gekürzt. Die wirtschaftliche Not radikalisierte vor allem das Bürgertum. Seit 1930 saßen die Nationalsozialisten als drittstärkste Kraft im Gemeinderat, wo sie die verhasste Demokratie mit schärfster Polemik bekämpften. 1933 hatten sie ihr Ziel erreicht. Doch das versprochene tausendjährige Reich von Adolf Hitler währte nur 12 mörderische Jahre. Nach dem Sieg der Alliierten über Hitlers Reich verschwanden Flaggen, Straßennamen und Uniformen über Nacht aus dem öffentlichen Raum. Niemand wollte mehr Anhängerin oder Anhänger Hitlers gewesen sein. Niemand hatte je etwas vom Judenmord gehört. Und niemand hatte auch eine Nachbarin denunziert, weil sie den verbotenen englischen Radiosender gehört hatte. Die Mehrheit der Deutschen fühlte sich vielmehr selbst als Opfer. Von Hitler verführt, in einem Weltkrieg verheizt, von Russen, Amerikanern und anderen Ausländern besiegt und besetzt. Welche Spuren sind heute, ein Menschenalter nach der nationalsozialistischen Zeit, noch im Stadtbild, zum Beispiel in Konstanz, zu sehen? Was erzählen uns Plätze und Bauten von dem Alltag in einer totalitären Diktatur, wenn wir ihre Geschichte befragen? In diesem Film machen wir uns auf die Suche nach solchen Spuren. In der Reichstagswahl vom 5. März 1933 wurde die NSDAP mit 43,9% zwar stärkste Partei, verfehlte aber die absolute Mehrheit. In den Ländern regierten weiterhin demokratisch gewählte Regierungen. Diese ließ Hitler nun widerrechtlich in der sogenannten Gleichschaltung zwischen Reich und Ländern beseitigen. Reichskommissare wurden eingesetzt, Minister abgesetzt und in offenen Lastwagen in die ersten Konzentrationslager geschafft. Also am 9. März 1933 mit 3 Tagen Verspätung wurde das Hakenkreuz-Banner hier vor dem Bezirksamt aufgezogen. Der damalige Bezirksamtsvorstand, heute würden wir vom Landrat sprechen, Alfred Frank, hat das geduldet. Und der damalige NSDAP-Kreisleiter Eugen Speer hat eine seiner berüchtigten, markigen Reden gehalten vor einem Publikum, das mehrere hundert Personen hier umfasste. Zuvor war die SA vom Sternenplatz in geschlossenem Marsch hierher gekommen und hatte die Machtübernahme sozusagen demonstriert. Wir, die NSDAP, haben die Macht übernommen. In dem Moment, als die NS-Machtergreifung stattgefunden hat, können wir keinerlei Widerständigkeit der Beamtenschaft feststellen. Der treue badische Beamte ist von der Weimarer Republik lautlos in das NS-Regime gewechselt. Selbstbehauptung durch Selbstgleichschaltung hat hier vorgeherrscht.
Schon im April 1933 kam es auch in Konstanz zu einem Boykott gegen die Inhaberinnen und Inhaber von Geschäften, die jüdischer Herkunft waren. Hier in der Rosgartenstraße, ein Zentrum jüdischen Lebens, postierten sich SA-Männer vor den Geschäften und hinderten die Kundinnen und Kunden daran, in die Geschäfte zu gehen. Mancher Einzelhändler legte seine Orden aus dem Ersten Weltkrieg ins Schaufenster, um zu demonstrieren, dass er ein guter deutscher Patriot war. Wer dennoch beim Juden kaufte, wie das dann hieß, wurde von Nachbarn denunziert und fand seinen Namen in der Zeitung wieder. Auf diese Weise wurde die radikale Ausgrenzung einer Minderheit sehr bald zum akzeptierten, widerspruchslos angenommenen Alltag. Nach 1860 siedelten sich durch liberale Zuzugsgesetze im Land Baden auch in Konstanz jüdische Familien aus den Umlandgemeinden hier an. Sie eröffneten Einzelhandelsgeschäfte, sie waren als Schneiderinnen, als Handwerker, aber auch als Ärzte und Rechtsanwälte tätig. Viele dieser Männer engagierten sich auch im Ersten Weltkrieg, waren stolz darauf, für Deutschland zu kämpfen, waren Patrioten. Sie waren Mitglied im Deutschen Roten Kreuz, in der Freiwilligen Feuerwehr und in den alemannischen Fasnachtsvereinen. Die jüdischen Frauen sangen in den Chören der Stadt und engagierten sich in sozialen Einrichtungen. Doch dann, ab 1933, flogen sie aus allen diesen Einrichtungen raus. Man verdrängte sie, weil sie Juden waren. Ihre angeblich rassische Zugehörigkeit zum Judentum sorgte dafür, dass sie nicht mehr Teil der Mehrheitsgesellschaft waren. Max Jakob gehörte 40 Jahre lang als zweiter Obmann der Rettungsmannschaft der Freiwilligen Feuerwehr an. Schon kurz nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten forderte ihn das neue Kommando auf, er müsse die Wehr als Nicht-Arier verlassen. Siegfried Rothschild betrieb in Konstanz einen kleinen Fahrradladen mit Reparaturwerkstätte. Nach dem Novemberpogrom 1938 wurde er ins Konzentrationslager Dachau verschleppt. Das Foto entstand, als der aus dem KZ entlassene, kahlrasierte Mann eilig Passfotos für die Emigration anfertigen ließ. Seine alte Mutter, die er in die USA nachholen wollte, wurde 1940 deportiert und starb kurz darauf. Die Schriftstellerin und Hitlergegnerin Tami Oelfken, sie fand 1944 Zuflucht in Überlingen am Bodensee, charakterisierte früh, wie sich ihre Landsleute im neuen Führerstaat veränderten. Laut schreien sie ihre Lieder. Und aus jedem weit offenen Fenster schmettert das Radio Militärmärsche dazwischen. Täglich machst du die Erfahrung, dass viel Klugheit und Umsicht erforderlich ist, um unangetastet zwischen diesen, im wahrsten Sinne des Wortes, Verrückten zu leben. Wer nicht gerade jüdischer Geschäftsmann oder Lehrerin, Kommunist, streng gläubige Katholikin war oder anders in Konflikt mit dem Terror- und Verfolgungsapparat kam, der hatte es durchaus gut in Hitlers Reich. Man musste nur wegschauen können, das Leid der Verfolgten ignorieren. Millionen Deutsche wollten ihren Führer Adolf Hitler nicht wieder gegen eine parlamentarische Demokratie eintauschen. Sie verehrten den Führer. Der Vorname Adolf wurde sehr beliebt. Der neue Reichskanzler revidierte die harten Bedingungen des Versailler Vertrages, holte das Saarland ins Reich zurück, führte die Wehrpflicht wieder ein, beseitigte, so dachte die Bevölkerung, die Massenarbeitslosigkeit und führte Österreich 1938 heim ins Reich. Auch auf der Konstanzer Marktstätte verkündete ein Triumphbogen: ein Volk, ein Reich, ein Führer. Die überwiegende Mehrheit der Deutschen arrangierte sich mit Hitlers Gefälligkeitsdiktatur, die kleinen Leuten Steuererleichterungen verschaffte und sie auf begehrte Reisen der Staatsorganisation Kraft durch Freude schickte. Frauen wurden bis zum Krieg, als man sie in den Rüstungsbetrieben wieder brauchte, aus der Berufstätigkeit und an den Herd gedrängt. Die deutsche Frau sollte vor allem Mutter sein. Jugendlichen und jungen Männern bot das Dritte Reich militärische Karriere und traumhafte Aufstiegschancen, nicht zuletzt als Herrenmenschen in den während des Krieges besetzten Gebieten.
aus Muschelkalk gehauen, 3,50 Meter hoch, bewacht diese martialische Figur mit der Regimentsfahne bis heute den Eingang zur ehemaligen Cherisy-Kaserne. Deren Name erinnert an zwei eigentlich nachrangige Schlachten des Ersten Weltkriegs, geschlagen in der Nähe eines kleinen Ortes namens Cherisy. Der Konstanzer Bildhauer Paul Diesch hat diese dem nationalsozialistischen Heldenkult ganz entsprechende Skulptur zur Eröffnung der neuen Kaserne 1937 geschaffen. An der Außengrenze zur neutralen Schweiz gelegen, kam der Stadt Konstanz eigentlich keine militärische Bedeutung zu. Doch aus ideologischen Gründen sollte die Stadt, wie man damals sagte, auch ein Bollwerk an der Außengrenze des Deutschen Reiches sein. Deshalb wurde das seit dem 19. Jahrhundert hier stationierte Regiment wesentlich vergrößert und in der neu gebauten Cherisy-Kaserne untergebracht. Das heute als Wohngebiet genutzte Kasernenareal zeugt von der Aggressivität der deutschen Außenpolitik. Deren Durchsetzungsfähigkeit sollte wieder auf der Gewalt deutscher Waffen beruhen. Ein aus Tuttlingen stammender Soldat, Walter Huber, stand dem Bildhauer damals Modell für diese Soldatenskulptur. Und er schreitet noch immer voran, denn auch die französischen Besatzungskräfte, die 1945 diese Kaserne übernahmen und sie nach General Bonaparte benannten, ließen die Skulptur stehen. Seit den 1990er Jahren diskutiert die Stadt Konstanz immer wieder, ob man dieses Relikt der deutschen Kriegsverherrlichung stehen lassen soll. Der Gemeinderat entschied sich, eine erklärende Tafel anzubringen, denn auch verstörende Relikte der Geschichte können zum Nachdenken anregen. Das 1937 eröffnete Hallen- und Rheinstrandbad sollte ein Paradebeispiel für den nationalsozialistischen Aufbauwillen sein, wie der damalige Oberbürgermeister Albert Herrmann anlässlich der propagandistisch groß aufgezogenen Eröffnung verkündete. Tatsächlich hatten die Idee zum Bau eines solchen Bades bereits 20 Jahre zuvor sozialdemokratische und liberale Stadtverordnete aufgebracht. Der städtische Baurat Friedrich Hübinger errichtete das Bad übrigens in Formen des von den Nazis verfemten Bauhauses in Dessau. Der Oberbürgermeister aber war der Auffassung, dieses Bad verkörpere das Wollen des Führers des deutschen Volkes. (1937) ging die wesentlich erweiterte Rheinbrücke in Betrieb. Zwei Jahre zuvor war schon das Bodenseestadion, die Bodenseekampfbahn, wie sie damals hieß, eröffnet worden. Weitere Projekte folgten den großen Tönen vom Aufbauwillen des Nationalsozialismus nicht. Hitler trieb zum Krieg, die Steuermillionen seiner Volksgemeinschaft flossen in die Vorbereitung eines neuen Weltkrieges, der mehr Menschenleben und Sachwerte kostete als jeder Krieg zuvor. Der deutsch-schweizerische Grenzübergang Emmishofer Tor um 1926. Zahlreiche Passanten wechseln in beide Richtungen die Grenze. Kontrolliert wurde damals selten. Konstanzerinnen kauften Lebensmittel und Tabak in der Schweiz. Schweizer Kunden frequentierten Konstanzer Textilgeschäfte. Als sich 1929 die Wirtschaftslage in Deutschland verschlechterte, wurde der florierende kleine Grenzverkehr durch Einfuhrbeschränkungen nahezu abgeschnürt. Die neue NS-Regierung in Berlin verschärfte die Grenzkontrollen zum Schutz des deutschen Handels. Ab 1936 durften Deutsche nur noch 3 Reichsmark mit über die Grenze nehmen. Zeitweise schikanierten SS-Männer die Einkaufswilligen. Immer mehr Schweizer Kundinnen und Kunden mieden Konstanz, auch wegen der überall sichtbaren Hetze gegen jüdische GeschäftsinhaberInnen.
Nach Erlass der Nürnberger Rassengesetze 1935 nahm in der politischen Schweiz die Sorge vor Überfremdung des Landes durch jüdische Flüchtende zu. Mit dem sogenannten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im März 1938 versuchten tatsächlich Hunderte österreichischer Juden und Jüdinnen am Bodensee über die Schweizer Grenze zu fliehen. Sie erhielten kein dauerhaftes Asyl. Der damalige Kreuzlinger Bezirksstatthalter Otto Raggenbass schrieb in der Zeitung Thurgauer Volksfreund: Wir haben nicht seit 20 Jahren mit dem Mittel der Fremdenpolizei gegen die Zunahme der Überfremdung und ganz besonders gegen die Verjudung der Schweiz gekämpft, um uns heute die Emigranten aufzwingen zu lassen. Man hat sehr viele gemeinsame, glaube ich, Werte gehabt mit den Nazis. Also der Antikommunismus, der Antisemitismus, die Abneigung gegenüber irgendwelchen Randgruppen gesellschaftlichen wie die Fahrenden oder die Homosexuellen. Also da war man eigentlich einig, aber die Art, wie dann die Deutschen damit umgingen, die Nazis, das fand man ein bisschen brutal und krass. Die Schweizer Regierung hat eigentlich mit ihrer Flüchtlingspolitik immer ein bisschen die deutsche Politik nachempfunden. Das heißt, wenn Deutschland Maßnahmen verschärft hat, Verfolgungen verschärft hat, hat die Schweiz ihre Asylbestimmungen verschärft. Das fing 1933 an. Man hat empfohlen, man solle den Leuten die Rückkehr nahelegen an der Grenze. Aber man hat sie aufgenommen. Wenn sie dann darauf bestanden, diese politischen Flüchtlinge, ließ man sie rein. Bei den Juden war es ein bisschen anders. Die Juden wollte man sowieso nicht. Das war ein fremdes Element. Und da haben dann die Behörden im Laufe des Jahres 1938 die Maßnahmen sukzessive verschärft gegen die jüdischen Flüchtlinge. An diesen Orten gab es immer Fluchthelfer. Das berühmte Beispiel ist Paul Grüninger, der mehrere tausend Leute rettete auf diese Art, bis man ihn daran hinderte. Ernst Bertschi war ein Kreuzlinger Metallarbeiter und Gewerkschafter. Als seine deutschen Kollegen 1933 in Gefahr gerieten, führten er und einige Helfer Verfolgte zu Fuß oder über den See in die Schweiz. Auf dem Bahnhof Konstanz geriet Bertschi 1938 in eine Falle der Gestapo. Der Volksgerichtshof verurteilte ihn zu 13 Jahren Zuchthaus. Erst am Kriegsende 1945 wurde er befreit. Die Schweizer Regierung hatte keinen Finger für ihn gerührt. Otto Marquardt stellte sich der Fluchthelfergruppe zur Verfügung, der auch Bertschi angehörte. Der Eigenbrödlerische, 1935 mit einem Berufsverbot belegte Kunstmaler, dessen zweite Frau Liesel in Allensbach eine vegetarische Pension betrieb, war Pazifist und entschiedener Hitlergegner. Seine Transportkolonne Otto brachte Flüchtende im Ruderboot hinüber ans Schweizer Ufer. 1938 wurde er verhaftet und fast ein Jahr lang inhaftiert. Seinem Motto blieb er treu: Ich bin immer dagegen. Im gemeinsamen Interesse der Schweiz, der deutschen Wehrmacht und der Gestapo wurde im Winter 1939-40 zwischen den beiden Gemeinden Konstanz und Kreuzlingen ein 3 Meter hoher, mit Stacheldraht bewehrter Zaun errichtet. Er sollte politische Flüchtlinge, aber auch jüdische Flüchtlinge von einer Flucht abhalten und zum anderen vermeintliche Spione am Übertritt hindern. Die Stadt Konstanz wehrte sich gegen den Bau, denn er störe das Image als Fremdenverkehrsstadt. Nach dem Krieg wurde der Zaun gekürzt. Heute steht nur noch ein kleiner Teil des ursprünglichen Grenzwalls. Es gab schon die reale Furcht im Mai 1940, dass die deutsche Wehrmacht in die Schweiz einmarschiert. Sie ist dann in Belgien einmarschiert, da war man sehr erleichtert. Es gab später noch ein paar Situationen, wo man das befürchtet hat, wo man später auch wusste, es gab mindestens Pläne, wie ernst gemeint die waren, weiß man nicht. Aber letztlich hat sich die Schweiz so benommen, dass es nicht nötig war, sie zu erobern. Seit Sommer 1938 befand sich in diesem Gebäude in der Mainaustraße das Grenzpolizeikommissariat, die Zentrale der Konstanzer Gestapo.
Zu Beginn der Diktatur verfolgte die Gestapo vor allen Dingen politische Gegner, die Flugschriften aus der Schweiz nach Deutschland geschmuggelt hatten oder Verfolgten zur Flucht verhalfen. Nach und nach entwickelte sich die Gestapo aber zum zentralen Unterdrückungsinstrument des NS-Staates. Verfolgt wurde jede Form von Widersetzlichkeit. Geheime kirchliche Treffen, sogenannte rasseschänderische Beziehungen von Juden zu Nichtjuden oder dann während des Krieges das Verhalten der Kriegsgefangenen und der Zwangsarbeiter in den Rüstungsbetrieben. Auch in Konstanz wurde, wie in anderen Gemeinden, eine Frau als Polendirne durch die Stadt getrieben, weil sie eine Beziehung zu einem polnischen Kriegsgefangenen unterhalten hatte. Die Gestapo war kein großer Verfolgungsapparat. Nur etwa ein Dutzend Beamte arbeitete hier in der Zentrale. Ihre Arbeit war aber deshalb so schrecklich erfolgreich, weil viele Denunzianten, Arbeitskollegen, Schulkameraden und die städtischen Behörden bereitwillig dem Terrorinstrument zuarbeiteten. Wer in die Fänge der Gestapo geraten war und hier in diesen Keller verließen landete, dem drohten schwere Misshandlungen und Folter. Zudem konnte die Gestapo Haft im Konzentrationslager anordnen, zeitlich unbefristet, ohne Anklage, ohne Urteil und ohne die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen. Nach dem Krieg wurden einige Mitarbeiter der Konstanzer Gestapo vor französischen Militärgerichten wegen Beihilfe zum Mord und anderen Verbrechen angeklagt. Sie wurden verurteilt, kamen aber nach wenigen Jahren frei. Ihren alten Dienstsitz nutzte die neue badische Polizei als Mainau-Wache. Heute hat die Rettungsstelle des Deutschen Roten Kreuzes hier ihren Sitz. Ein Relikt des Unterdrückungsapparates hat sich erhalten. Eine Zellentür aus den Zellengefängnissen im Keller der Gestapo-Zentrale in Konstanz. Mich berührt dieses Objekt persönlich besonders. Denn ich kann mir ein bisschen vorstellen, wie sich Menschen gefühlt haben müssen, die hinter einer solchen Tür eingesperrt waren. Die Hoffnungslosigkeit und dann wieder das Aufkeimen von ein bisschen Hoffnung auf Freiheit, die dann doch meistens enttäuscht wurde. Denn die Realität ist, die meisten der Menschen, die bei der Gestapo eingesperrt waren, haben die Freiheit nicht mehr wiedergesehen. Hier im Amtsgericht Konstanz fällten die meist erzkonservativen Richter ab 1933 widerstandslos Urteile nach dem neuen nationalsozialistischen Recht. Gerecht ist, was dem deutschen Volke frommt, verkündete der spätere Präsident des Volksgerichtshofs Roland Freisler. Nicht mehr allgemeingültige Maßstäbe der Gerechtigkeit zählten, sondern Nützlichkeitserwägungen der neuen Machthaber. Wer also verbotene Schriften schmuggelte oder einen Witz über den Führer Adolf Hitler erzählte, wurde zum Teil zu empfindlichen Freiheitsstrafen verurteilt. Nicht nur im Strafrecht, auch im Zivilrecht wirkte sich die neue antisemitische Gesetzgebung des NS-Staates aus. Jüdischen Vermietern musste man keine Miete, dem jüdischen Viehhändler keine Kuh mehr bezahlen. Und wer sich von seiner nicht-arischen Frau ohne Unterhaltsverpflichtungen scheiden lassen wollte, fand im Amtsgericht Konstanz ein günstiges Urteil. Zu Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft gab es in Konstanz 46 eingetragene Firmen jüdischer Inhaberinnen und Inhaber. Dazu einige Ärzte, Ärztinnen und Handwerksbetriebe. Unmittelbar vor dem Pogrom 1938 existierten davon noch 9 Betriebe. Der Großteil der Firmen, aber auch Baugrundstücke und Immobilien waren bis dahin von nichtjüdischen Interessenten arisiert, also zu Schleuderpreisen abgepresst worden. Erst nach dem Pogrom schaltete sich der Staat ein. Zahlreiche Verordnungen zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben regelten nun den staatlich betriebenen Raub, an dem das Deutsche Reich kräftig mitverdiente. Bis Kriegsbeginn 1939 wollte der Staat möglichst viele Juden und Jüdinnen vertreiben, ihr Eigentum und Vermögen aber sollte im Reich bleiben. 1940 begannen die Deportationen, kurz darauf die ersten Massenmorde.
Hier lebte bis 1935 der Hemdenschneider Ivan Leib, der dieses prächtige Familien- und Geschäftshaus um die Jahrhundertwende gebaut hatte. Ivan Leib ahnte aber schon früh, dass der Retter Deutschlands, wie er sagte, ihm sein Haus wohl wegnehmen würde. Er hat es deshalb an eine Schweizerin verkauft. Der Staat hat den Verkauf nicht akzeptiert. Ivan Leib musste mit seiner Familie emigrieren, bevor er seine Angelegenheiten geregelt hatte. Das Haus wurde beschlagnahmt, die Mieten zog der Staat ein. Ein Bruder Ivan Leibs kam in den Konzentrationslagern ums Leben. Er emigrierte in die USA und 1948 kehrte er zurück und da traf er hier in Konstanz, als er sein Eigentum wieder haben wollte, ausgerechnet auf den Notar, der während der ganzen 30er Jahre alle Arisierungen, also den staatlich organisierten Raub jüdischen Eigentums, mit betreut und juristisch abgesegnet hatte. Leib bekam sein Haus zurück, er verkaufte es sofort an einen Schweizer und hat Deutschland verlassen. Unter den Tätern und Mittätern wollte er nicht mehr leben. Diese Emigration war ein sehr schwieriges Problem. Manche haben schon sehr früh gerochen, wohin die Reise geht, und haben schon kurz nach der Machtergreifung Hitlers dann versucht, hier wegzukommen. Andere sind sozusagen auf den letzten Drücker weggekommen. 38, sogar 39 noch, gingen die Letzten. Fort von Konstanz, nichts wie raus, so schnell wie möglich. Aber während man ging, hing auch ein bisschen vom Alter natürlich ab, war klar, das war ein Weg ohne Zurück. Diejenigen, die irgendwie Verwandte oder Freunde im Ausland hatten, das heißt vor allem in Amerika, hatten vielleicht noch Glück, ein sogenanntes Affidavit zu bekommen, eine Bürgschaft, dass diese Menschen in Amerika für sie aufkommen. Denn das war eine strikte Regel der Amerikaner, niemanden reinzulassen, der nicht für seinen Unterhalt aufkommen konnte oder wo es nicht Menschen gab, die dafür aufkamen. Niemand sollte dem Staat sozusagen zur Last fallen. Die meisten gingen nach Amerika, in die Vereinigten Staaten. Es gingen aber auch welche nach Südamerika. Da gab es eben auch schon Brücken von frühen Konstanzer Auswanderern. Und das hieß, dass bis 38, 39 die meisten fort waren, sodass bis zur Deportation 1940 nur noch etwas mehr als 100 übrig geblieben sind. Das waren entweder ganz junge Leute, die kein Geld hatten, oder auch ältere Menschen, die keine Beziehungen hatten und kein Geld hatten und dann hier einfach hängen geblieben sind und dann eben nach Gürs deportiert worden sind. In der Sigismundstraße stand von 1883 bis zum November 1938 die Konstanzer Synagoge. 1933 lebten ca. 400 religiöse Juden und Jüdinnen in der Stadt, die zur Gemeinde gehörten. Die jüdische Gemeinde war liberal. Das Gotteshaus hatte eine Orgel. Der Synagogenchor gab auch beliebte weltliche Konzerte. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurde auch die Konstanzer Synagoge, die hier stand, Opfer eines Brandanschlags. Einige örtliche SS-Männer unter der Leitung des SS-Oberführers Walter Stein brachen die Tür auf, schütteten Benzin aus und legten Feuer. Als die Feuerwehr gegen morgens um 3 hier endlich erschien, brüllte Oberführer Stein: "Die Bude muss weg!" Und die Feuerwehrleute gehorchten und löschten nicht. Im Gegenteil, einige Feuerwehrleute halfen sogar, die Dachluken zu öffnen, dass der Luftzug das Feuer entfachen sollte. Am Tag darauf rückte ein Sprengkommando der SS-Standarte Germania aus Radolfzell an und sprengte die Reste des Gotteshauses. Schon im Morgengrauen wurden Männer der jüdischen Gemeinde zusammengetrieben, misshandelt und anschließend ins Konzentrationslager Dachau deportiert. An die rauchenden Trümmer der Synagoge führte man Schulklassen. Die Bevölkerung reagierte, soweit man das heute weiß, anders als in anderen Städten. Es kam hier nicht zu Plünderungen von Geschäften jüdischer Inhaber. Die Stadtverwaltung schwieg. Sie kommentierte das offenkundige Verbrechen nicht.
Und in den Zeitungen wurde etwas von unbekannter Brandursache fabuliert. Die christlichen Kirchen schwiegen, auch in Konstanz. Am Freitagabend nach der Brandstiftung und Sprengung versammelten sich viele Konstanzerinnen und Konstanzer, um in den Gaststätten der Stadt bei Schlachtplatte und Tanzmusik unbeschwert den Beginn der Fasnachtssaison zu feiern. Polizeiliche Ermittlungen waren untersagt worden. Rechtsrat Franz Knapp, vor 1933 Bürgermeister der Stadt, drohte der jüdischen Gemeinde Zwangsmaßnahmen an, sollte sie nicht auf eigene Kosten die Trümmer beseitigen lassen. Nach der Deportation der letzten Juden und Jüdinnen erwog man, dort einen Spielplatz einzurichten. Nach 1945 versuchten Überlebende und Staatsanwaltschaft, die in der Stadt bekannten Täter vor Gericht zu bringen. Doch bis die Ermittlungen 1962 abgeschlossen waren, war die Verjährung der Strafverfolgung eingetreten. Keiner der Täter und Mittäter wurde je zur Verantwortung gezogen. Ich bin Konstanzer Jüdin, also ich bin in erster Linie Deutsche, Konstanzerin, hier geboren, jüdischen Glaubens. Und mein Großvater war ein Kind des Warschauer Ghettos und hat mit seiner ganzen Familie leider die Grausamkeiten des Zweiten Weltkrieges, der Shoah, erleben müssen. Er und ein Bruder, die haben überlebt. Er wurde hier nach Deutschland verschleppt. Und seitdem er hier war, hat er versucht, irgendwie das jüdische Leben wieder aufzubauen. Er hat es auch getan. Also er hat es hier in der Bodenseeregion wieder aufgebaut. Es sind genau 81 Jahre vergangen, bis wir diese Synagoge hier einweihen konnten. Für mich ist das ein Zeichen für die Zukunft, dass den Juden in Konstanz wieder ein Haus gegeben wurde, in dem sie ihren Glauben ausleben können. In diesem Haus befand sich das Textilgeschäft der Kaufleute Moritz und Salomea Fürst. Kurz vor Kriegsbeginn gelang es dem Ehepaar noch, seine 25-jährige Tochter Anne zu einer Tante nach England zu schicken und damit zu retten. Das Ehepaar selbst wurde 1940 deportiert und später in Auschwitz ermordet. Als man die alten Leute hier aus ihrem Haus rauszog und auf einen Lastwagen schob und davonfuhr, plünderten einige Nachbarn anschließend die Wohnung. Am Ende zog der Staat die Immobilie ein. Nach dem Krieg erstritt Anne das Haus zurück, verkaufte es aber sofort. In der Wohnung einer Nachbarin, die sie besuchte, entdeckte sie auf dem Wohnzimmerbuffet den siebenarmigen Leuchter, die Menorah ihrer Eltern. Als sie danach fragte, sagte die Nachbarin ertappt: "Ach Anne, den haben wir für dich aufbewahrt." Danach kam Anne Fürst nur noch einmal nach Konstanz zurück. Die Konstanzerin Trudi Rothschild erinnert sich an den Tag der Deportation, die sie als halbwüchsiges Mädchen erlebte. In einer halben Stunde, so hieß es, müssen wir reisefertig sein. Pro Person darf man zwei Handkoffer mitnehmen. Nach einer halben Stunde, die ich nie vergessen werde, waren wir zum Abmarsch bereit. Eine Stunde später waren alle Juden von Konstanz im Petershauser Güterbahnhof versammelt. Wir wussten alle nicht, wohin uns das Schicksal schlug. Aber dass uns nichts Gutes bevorstand, war sicher. Nachdem die Juden und Jüdinnen deportiert waren, wurden ihre Wohnungen, die sie zuvor dem Deutschen Reich überschrieben hatten, neu belegt. Ihr Hausrat wurde als Judengut im Konzil öffentlich versteigert. Bis heute ziert wohl manches Bild, das damals als Beute ergattert worden war, eine Konstanzer Wohnungswand. Die Deportationszüge brachten rund 6000 badische und pfälzische Jüdinnen und Juden in das am Fuße der Pyrenäen gelegene Barackenlager Gürs, das viel zu klein war. Die 71 Jahre alte Konstanzer Jüdin Juli Mann berichtete in einem Brief an den Vorsteher der jüdischen Gemeinde Kreuzlingen von den Zuständen im Lager. Die Kreuzlinger Gemeinde kümmerte sich über Jahre aufopferungsvoll um die Inhaftierten in Gürs, sammelte Medikamente, Lebensmittel und Kleidung für die Verzweifelten. Gürs, den 12.05.1941. Sehr geehrter Herr Schwab,
Es ist für uns eine große Beruhigung zu wissen, dass wir bei der Kreuzlinger Gemeinde, wie auch bei allen dortigen Freunden, nicht vergessen sind. Wären wir ohne diese opferbereite Hilfe geblieben, hätten wir nicht die Kraft gehabt, bis heute durchzuhalten. Wo wir einst noch hinkommen, wissen wir nicht. Man muss hier in den Tag hineinleben und versuchen, nicht zu denken. Sonst kann man nicht leben. Herzlich, Ihre dankbare Julie Mann. Nahmen die Deutschen den Terror gegen Minderheiten und Oppositionelle und die Deportation der Juden und Jüdinnen einfach hin? Jenseits des organisierten Widerstands größerer Gruppen wie der Weißen Rose, der Roten Kapelle oder aus christlich-konservativen Kreisen gab es vielfältige Formen alltäglicher Widersetzlichkeit. Verfolgte wurden versteckt, mit Nahrungsmitteln oder mit falschen Papieren versorgt. Manche RüstungsarbeiterInnen sabotierten die Produktion. Viele Deutsche hatten sich jedoch mit dem Regime arrangiert und versuchten, selbst durchzukommen. Es war ein schwäbischer Schreinergeselle, Johann Georg Elser, der schon früh erkannte, Hitler, das bedeutet Krieg. Nach 1925 hatte Elser 7 Jahre in Konstanz gelebt und gearbeitet und sich hier sehr wohl gefühlt. 1938 fasste er den Beschluss, den er 1939 ausführte, Hitler und seine Getreuen durch ein Bombenattentat zu beseitigen. Im Verhör der Gestapo nannte er als sein Motiv später: Ich habe den Krieg verhindern wollen. 70 Jahre später, nach seinem Attentat 1939, setzte ihm die Stadt Konstanz dieses Mahnmal mit einer Skulptur von Markus Daum. 70 Jahre später, so lange hatte man Elser nicht wirklich zum deutschen Widerstand gerechnet. Am Tag des Attentats, am 8. November 1939, verließ Elser München 2 Stunden, bevor seine Höllenmaschine explodierte. Er fuhr mit dem Zug nach Lindau, von dort mit dem Schiff über den See, und er bewegte sich durch die dunkle Stadt hierher an die Schweizer Grenze. Er wusste, hier ist der niedrige kleine Grenzzaun, über den man in die Schweiz rüberspringen kann. Er glaubte, wenn er die Schweiz erreicht haben würde, dann würde man ihm politisches Asyl gewähren. Aber noch bevor er den Zaun erreichte, entdeckten ihn 2 Grenzbeamte, die hier zufällig standen und Wache schoben. Er wurde aufgehalten, man entdeckte verdächtige Hülsen und eine Postkarte des Bürgerbräukellers München in seinen Taschen und man nahm ihn mit auf die Zollwache. Aber erst einen Tag später erkannten die Beamten, wen sie da möglicherweise festgenommen hatten, nämlich als in München das Attentat passiert war und man die Postkarte und die Hülsen, die zum Bau einer Höllenmaschine passten, bekannt wurden und man zusammenrechnete, das könnte unser Mann sein. Hier also an einem kleinen Zaun zur Schweizer Grenze scheiterte die Flucht von Johann Georg Elser. Ahnten die Menschen im Sommer 1939, dass sie am Anfang einer europäischen Katastrophe standen, die sich zum Weltenbrand ausweiten sollte? Die gleichgeschalteten Zeitungen berichteten von angeblichen polnischen Gewalttaten gegen die volksdeutsche Minderheit in Polen und gaben den Lesern und Leserinnen Tipps zu Luftschutzmaßnahmen im Kriegsfall. Noch fanden auf der Mainau Musikfestspiele statt, es gab Segelregatten, Wasserballspiele und das Seenachtsfest. Mitte August wurden auch in Konstanz die 27-jährigen Männer einberufen. 4 Wochen später war der erste Konstanzer Alfred Jäger in Polen gefallen. Am Ende des Krieges waren über 2000 junge Konstanzer Männer tot oder vermisst. Hunderte befanden sich in Kriegsgefangenschaft. Der Gefreite Werner K. schreibt am 10. September 1939 nach Hause: Die Begeisterung und Stimmung der Truppe ist hervorragend. Keiner ist da, der jetzt in so einer Zeit zu Hause sein möchte. Die Konstanzerin Friedel A. an ihren Bruder Fritz über den kurz zuvor gefallenen jüngsten Bruder Karl: Gestern kam als Einschreibebrief Karlchens Brieftasche an uns zurück. Außerdem sein Füller, Geldbeutel und eine Schere, sein Zigarettenetui. Es war sehr traurig für mich, das Päckchen auszupacken. Der Freiburger Erzbischof und frühere Konstanzer Münsterpfarrer Konrad Gröber
schrieb in diesen Kriegsjahren häufig Kondolenzbriefe. Sie klangen so: Ich fühle als Ihr Oberhirte aufrichtig mit Ihnen und möchte Ihren Schmerz wenigstens lindern. Dabei erinnere ich Sie zuerst daran, dass der Tod Ihres Sohnes ein Heldentod im Dienste unseres Volkes und Vaterlandes war, um uns und die ganze Welt vom gottlosen Bolschewismus zu befreien. Im Krieg gibt es keine Gesetze mehr. Der Krieg ist das Schlimmste, was man erleben kann. Und zwar so ein Krieg, wie wir führen mussten. Da ist am 23. Juni der Krieg mit Russland losgegangen, am 21. Ja. 41. Und da sind wir von der Atlantikküste nach Russland gekommen. In unserem Krieg verliert man jedes Recht. Sie haben also keinerlei Möglichkeit, Protest oder sowas, oder selbst Widerstand. Ich bewundere die Widerstandskämpfer, die ins Gefängnis gegangen sind. Widerstand wurde mit Gewalt und mit Tod ruckzuck erledigt. Haben Sie auch mal deutsche Einsatzgruppen erlebt hinter der Front, wie die Juden zusammengetrieben haben oder Partisanen erschossen haben? Partisanen hat es geheißen. Das waren so Einzelkämpfer, die so hinten Attentate gemacht haben. Waren ja auch gar keine Soldaten in dem Sinne. Die sind am Tag so ganz normal da rumgelaufen. Und die haben wir, wenn wir die erwischt haben, also da haben wir auch ziemlich kurzen Prozess gemacht. Die am Seerhein gelegene ehemalige Bleiche des Textilunternehmens Strohmeier zeugt noch von der einstigen Größe dieser Fabrik. Während des Krieges arbeiteten hier neben der einheimischen Bevölkerung auch hunderte Kriegsgefangene und zwangsrekrutierte Arbeiterinnen und Arbeiter aus den von Deutschland besetzten Gebieten. Hergestellt wurden Uniformen, Tornister und Zeltplanen für die Wehrmacht. 75% der Unternehmensaufträge galten der Rüstung. Und während des Krieges verfünffachte Strohmeier seine Umsätze. Die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter waren in Barackenlagern untergebracht. Ihre wöchentliche Arbeitszeit betrug 70 Stunden, die Ernährung war mangelhaft und geringste Abweichungen von der Arbeitsdisziplin wurden streng bestraft. Liebesbeziehungen zur einheimischen Bevölkerung waren strengstens untersagt. Wer dabei erwischt wurde, musste mit der Todesstrafe rechnen. Manche Gefangene wagten während der Nachtschicht die Flucht über den Seerhein. Doch nur wenigen gelang es, das Schweizer Ufer zu erreichen. Denn am Konstanzer Ufer waren Wachen mit Maschinenpistolen und großen Flakscheinwerfern postiert. Auf die im Gewässer Schwimmenden wurde scharf geschossen. Obwohl Konstanz ein wichtiger Industriestandort war, blieb die Stadt von alliierten Bomberangriffen verschont. Anfangs hatte die Stadt wie auch die Schweizer Nachbarschaft nachts alle Lichter gelöscht. Doch als die Schweiz wegen der Gefahr versehentlicher Angriffe am 12. September 1944 die Verdunklungspflicht aufhob, blieb fortan auch in der linksrheinischen Konstanzer Altstadt das Licht an. Gegen Ende des Krieges stockte die Versorgung mit vielen wichtigen Gütern des täglichen Gebrauchs. Doch echten Hunger litt die auf rund 60.000 EinwohnerInnen flüchtende und evakuierte angewachsene Stadt bis Kriegsende nicht. Im Frühjahr 1945 glaubten nur noch Fanatiker an den von Hitler versprochenen Endsieg. Doch bis zum Schluss ließen Militärs und Parteifunktionäre die Verteidigung von Konstanz vorbereiten. Alte Männer übten an der Panzerfaust, begeisterte Hitlerjungen wollten sich dem Feind entgegenwerfen. An der Rheinbrücke wurden Sprengladungen angebracht.
Doch der Konstanzer Polizeichef Peter Hans Petersen ließ den Sprengstoff heimlich entfernen und schickte den Volkssturm nach Hause. Deswegen wollte ihn ein fanatischer SS-General hängen lassen. Petersen entkam mit Kreuzlinger Hilfe in die Schweiz. Im sogenannten Trompeterschlössle, einer bei Konstanzern und Schweizern beliebten Kneipe mit Lebensmittelladen, verhandelten im April 1945 Offiziere der 1. französischen Armee mit Schweizer Konsularagenten, Vertretern des Internationalen Roten Kreuzes und dem Bürgermeister Leopold Mager und Rechtsrat Knapp aus Konstanz über die geforderte kampflose Übergabe der Stadt an die französische Armee. Durch ein Loch im Zaun waren die Konstanzer zur Verhandlung mit den Franzosen herübergekommen. Die Drohung der französischen Offiziere, im Falle der Weigerung einer kampflosen Übergabe die Stadt zu bombardieren, war ein Bluff. Längst hatte Frankreich der Schweiz zugesichert, den Grenzraum zu schonen. Doch dem damaligen fanatischen NS-Bürgermeister Leopold Mager diente diese Legende als Entlastung nach dem Krieg. Im Entnazifizierungsverfahren trug er vor, er sei der Retter von Konstanz und verdiene deshalb Anerkennung und keineswegs Verurteilung. Hier endete am 26. April 1945 für die Menschen in Konstanz der Zweite Weltkrieg und das Dritte Reich. Was geschah an diesem Tag und danach? Am 26. April sind gegen 13 Uhr hier um die Ecke die französischen Panzerkolonnen gekommen. Das waren also Panzer, das waren LKWs, besetzt mit Soldaten, die hier auf die Marktstätte eingefahren sind. Die Bevölkerung hat sich zuerst etwas zurückgehalten, ist dann aber relativ schnell auf die Franzosen zugegangen, hat sie begrüßt, Geschenke wurden ausgetauscht. Es war also alles andere als eine feindliche, kämpferische Übernahme. Es war schlussendlich eine kampf- und blutlose Besetzung der Stadt Konstanz an diesem Tag. Auch viele Konstanzer und Konstanzerinnen empfanden das Kriegsende nicht als Befreiung, sondern als Niederlage. Von einer Reflexion über die Frage, wie viel Schuld jeder und jede Einzelne auf sich geladen hatte, war man auch in Konstanz noch weit entfernt. Erst mit der Gründung der Universität 1966 zog der Geist der historischen Aufklärung in das beschauliche, konservative Konstanz ein. Es sollte bis 1983 dauern, bevor den hiesigen Opfern des Nationalsozialismus im Rathaus Innenhof ein erster Gedenkstein gewidmet wurde. Ich denke, die Erinnerung an den Nationalsozialismus ist eine stadtgesellschaftliche Aufgabe, der wir uns alle stellen müssen. Und es ist in der Tat nicht so, dass der Nationalsozialismus erforscht sei. Wir wissen über Hitler und seine Entourage tatsächlich, da gibt es Dutzende und Aberdutzende Bücher. Aber sobald wir in die Region, in die einzelnen Städte, in die Kommunen, in die Gemeinden hineingehen, ist vieles immer noch unbekannt. Wir müssen unbedingt erinnern, schon aus dem einfachen Grund, weil jede heranwachsende und hereinwachsende neue Generation es neu lernen muss. Man muss sich einfach vorstellen, wie die Kinder lesen und schreiben lernen müssen und rechnen lernen müssen, weil sie das nicht in die Wiege gelegt bekommen, das nicht von selber in ihnen aufwacht, plötzlich kann ich rechnen, lesen und schreiben. So ist es auch mit diesen Erinnerungen. Sie müssen immer wieder neu gelernt werden. Ich glaube, das sind wie zwei Fragen. Warum ist es wichtig? Das ist es einfach, weil man das ja wissen muss und weil man da etwas erlebt, weil da etwas passiert ist, was man nie mehr haben möchte. Und also muss man es kennen. Das andere ist, wie bringt man die Leute, vor allem die Jungen, dazu, sich dafür zu interessieren. Ich habe, solange es noch ehemalige Flüchtlinge gab, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, mit ehemaligen Flüchtlingen in die Schulen zu gehen. Und die haben dann einfach erzählt. Ich habe auch dann, wenn die nicht konnten, selber erzählt, was mir die Flüchtlinge erzählt haben. Ich glaube, man muss möglichst viel direkte Zeugnisse, die man ja schon auch aufgenommen hat in den letzten Jahren und dokumentiert hat, möglichst mit denen arbeiten. Ich finde, am besten können wir aufklären und Barrieren abbauen, indem wir Transparenz zeigen. Wir machen hier mit der Gemeinde ja auch immer Schulklassen, Führungen. Wir zeigen unsere Religion, wir zeigen unsere Tradition, die Räume, in denen wir beten. Das ist ja alles sehr abstrakt bis zu dem Punkt, wo man sich damit beschäftigt, bis man es einmal gesehen hat.
Wir sind sehr offen. Ich finde, Offenheit ist wichtig, damit man auch nicht diese Distanz hat. Eine Distanz schafft immer irgendwo Vorurteile und Kritik oder Gedanken, schlechte Gedanken, gute Gedanken. Man öffnet sich nicht. Offenheit ist für mich das A und O, egal welche Religion, egal worum es geht. Also Krieg, das darf nicht mehr kommen. Als wir diesen Film drehten, beobachtete uns ein Passant, der sich als Anhänger der AfD zu erkennen gab. Er missbilligte, was wir taten, und sagte den Satz, aber wir lösen euch sowieso bald ab. Soweit sollten wir es nicht kommen lassen. Es ist unsere und die Aufgabe der nächsten Generation, für den freiheitlichen Rechtsstaat einzutreten. Aber leider geben die Menschen um einer vermeintlichen Sicherheit willen manchmal allzu leicht die Freiheit auf. Die Erinnerung daran, wie leicht die Freiheit und das Recht ab 1933 preisgegeben wurden, kann uns ermahnen, wachsam zu bleiben.